Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum dritten Folge von Dark Parables 7. Rapunzel's Gissahan. Und ich bin schon mal hier an diesen Ort hingegangen. Ich habe sofort auf Aufnahme geschlagen, weil ich mich angeblich weitergekommen bin. Wir sind jetzt hier in einem Hof mit einer Kippe und da sieht man Rapunzel und ja, dieses Mädchen in Kinderform. Sie scheint nicht begeistert zu sein. Was war denn das? Ich sollte die Schaukel genau untersuchen. Erstmal mal den Staubwedel an die Hand hier. Nimm das hier mit. Setzen das hier hin. Und uns fehlt noch so eine Laterne mit Efeu. Ein Denkmal für Violetta Glockenblume. Nur dank dieser Pflanze überstanden unsere geliebten Königin die Schwangerschaft. Ja, dann brauchen wir diese Blumen, oder wie? Dieses Potpourri duftet extrem stark. Habe ich in diesen Blumen meine diese Wahnvorstellungen verdanken. Violetta, Königin von Floria, sie soll für immer unseren Herzen wohnen. Oh, romantisch. Es ist meinen armen Schwestern nicht gestattet, den Turm zu verlassen. Doch Bella und ich haben ein Geheimnis. In unserem versteckten Garten kann sie den Sonnenschein genießen und niemand wird etwas bemerken. Ich habe die Zauberbohnen versteckt, damit niemand etwas über meinen feindlichen Besuch herausfindet. Okay. Und wir haben ja schon beide zusammen, oder? Und da braucht mir einen, sagt man, Aufziehschlüssel. Ich muss die Spieldose aufziehen, ja, mit meinen Gedanken. Klappt auf jeden Fall. Wünschen bei allen Fall. Okay. Die Göttin Flora wählt die Hüterinnen ihrer geliebten Blumen mit Bedacht und Vorsicht. Ihre Namen sollen hier verewigt sein. Ah, ja. Okay, da mal einer der magischen Bohnen. Aber erstmal mache ich das hier frei. Streichhölzer und dann würde ich sagen, kommt das hier rein. Da haben wir eine Laterne, die wir brauchen, eine Krone. Der Eingang durch die Decke ist stets verschlossen, doch ich habe es geschafft, mir eine Kopie des Schlüssels zu besorgen. Nur so kann ich Bella besuchen, niemand darf den Schlüssel finden. Ja, hättest du das Buch ein bisschen besser versteckt, Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, lass deine Haare hinunter. Das ist aber ein Minispiel. Okay, neige die Blätter, um die Perlen in die richtigen Flaschen zu füllen. Ja, das ist wieso falsch. Okay, zack. 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 Ja, da musst du halt ein bisschen mitdenken. Ach so, jedes Mal, wenn ich falsch liege, leert sich auch das Glas wieder. Oder habe ich das jetzt missverstanden? Weil ich habe doch schon so oft. Nö, das leert sich nicht.
Wäre auch halt auch ein bisschen gemein, wenn die das Ganze halt, ihr wisst schon, lernen würde. Ja, okay, das war jetzt Fail. So, müsste eh geschafft sein. Jo. Und wir kriegen eine Laterne. Muss sie anzünden? Ja, habe ich ja. We can reach the gate, but we still need to unlock it. Ja, ich weiß. Okay, magst du das hier, meine Liebe? So, haben wir das Problem mal gelöst. So. Dann haben wir den schön. So, jetzt muss ich wohin? I'll go take a look first. I'm sure Prince Ross will join us later. Be careful, Detective. Ja, du aber auch, Gerda. Wer war das und was hat er so oder sie mit Gerda vor? Ja, das werden wir schon irgendwie helfen. Also war das schon mal eine dumme Idee vorzugehen, Gerda. Wenn man sich so die Dinge so betrachtet, ist es offensichtlich, dass ein Mädchen in diesem Turm wohnte. Ja, eindeutig. Da brauchen wir ein Spinnensymbol. Das nehmen wir mit. Wie kann ich das Fass öffnen, indem du deinen Kopf draufschlägst? Nach dem tragischen Tod Königin Melanies wurde dieser Turm errichtet, um die Prinzessin Belladonna darin einzuschließen. Ah, da wissen wir jetzt mal schon mal ihren Namen. Hier brauchen wir zwei Blumen. Hier brauchen wir zwei Insekten. Schusch! Gegen den unangenehmen Verdacht, dass mir das Ding gefolgt ist, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Nein, zerstören wirklich alles, ja. Es steht fest, dass dieses Zimmer für ein kleines Mädchen eingerichtet wurde. Doch für welches kleine Mädchen? Puppen. Okay, wahrscheinlich der Kopf hier. Und ihr fehlt ein Auge. Ja, dass ich auch per Zufall jetzt gerade... Ich kann es mir selber nicht rausreißen, tut mir leid. Nur zwei Besucher kommen in meinen Turm. Meine geliebte Schwester Rapunzel verbringt keine Zeit mit mir, doch die Amme macht mir Angst. Okay, wahrscheinlich eine böse Stiefmutter. Vermute ich jetzt mal. Okay, dann kann ich hier schon mal die Biene hier reintun. Okay, was soll ich hier noch machen? Ich soll ja hier was machen können. Ach da! Ja, okay, dann gehe ich mal kurz hoch und setze sie gleich hier ein. Damit brauche ich das nicht machen. Moment! Irgendwas kann ich hier auch noch machen. Was? Teegesellschaft. Ah, ja.
Ja, in der Kopf, die Kopfinnereien schon raus quillen. So, das haben wir schon mal erledigt, das Problemchen. Warte mal, Karte. Immer noch derselbe Ort. Okay. Detective! Help me! Es ist diese Pflanze. Wohin wird sie verschleppt? Ja, gute Frage. Unter dir brauche ich einen Schatz der Meerung, Frau. Königin Melanie und ihre Dienerin Frau Cortell. Das ist die Königin Melanie, doch warum wurde das Gesicht der Amme ausgemerzt? Gute Frage, nächste Frage. Meine Mutationsexperimente waren erfolgreich. Ich habe eine riesige Variante der verfluchten Blume gezüchtet. Wenn sie blüht, setzt sie eine unangenehme, giftige Pollen frei, die sich doch rasch überall verbreiten. Schon wieder der Botaniker. Haben wir hier. Da ist die Fledermaus. Bei der Tesavis fehlen ein paar Dinge. Tassen, würde ich mal vermuten. Diese Ranken scheinen alle Ausgänge blockieren zu wollen. Sieht so aus. Und hier brauchen wir noch eine Fee. Sonst kommen wir nicht weiter. Die habe ich jetzt leider noch nicht. Ich will hier raufklicken. Natürlich wieder ein Rätsel. Ah, sowas wie Tetris. Drehe und füge alle Zweige ein, ohne dass sie sich überschneiden. Okay, erstmal möchte ich das so alleine versuchen. Und wenn das nicht klappen sollte, werde ich natürlich wieder mir Abhilfe beschaffen. Okay, das wird natürlich nichts so. Weil ich sehe ja die Formel nicht. Ich muss die vorher erstmal rausnehmen. Oh, dieses Bink. Das hätten sie sich echt sparen können. Ach, das ist ein Plus. Okay. Schwierig. So, weiter geht's, auf geht's, weiter geht's. Also, es war nicht ganz falsch. Meine Vorstellung, dass das Plus hier in die Mitte kommt. Wenn man das hat, ist der Rest eigentlich relativ leicht. Achso, das kann man auch drehen. Die Pfeile habe ich echt nicht gesehen. So. So. Ich gehe aber nochmal kurz zurück, weil ich das hier habe. Dann mache ich erstmal das Wimmelbild. Die Figur der Waldfee. Rosa Blüten und Ranke mit Blüten. Da ist die Wiese und da ist da. Bitte noch. Na, das hier. Oh,
Wo war das? Das war jetzt nicht hier, das war da, oder? Jetzt ist. Ich weiß nicht mehr, wo das mit dem mit den zwei Puppen war. Da war das. Auf dem Zifferblatt fehlt die 12. Die ich leider nicht habe. Ja komm, dann gehen wir mal hoch. Was für ein Ungetüm. Also gibt es solche Figuren in Zimmer 2. Ew. Okay, das haben wir schon mal erledigt. Dann planen wir noch mal mit dem Deal. Ja, der steckt in den Käfig. Ich muss den Weg vorbeifinden. Diese Art gedeiht mit nährreichem Wasser besonders gut. Und Rapunzels Gesang bringt sie zum Blühen. Alter, dieses Herzgeräusch. Schuh. Janke hat sich ohne mich anzugreifen wieder zurückgezogen. Ist das ein gutes Zeichen? Glaube nicht. Alle haben Angst vor mir. Die Amme sagt auch, Rapunzel werde mich eines Tages verlassen, weil sie dem Feuerprinzen heiraten soll. Er wird sie mir fortnehmen. Das werde ich nicht zulassen. Eifersucht. Das ist natürlich schlecht. Oh je. Rätsellein, komm herein, ich bring dir Pein und Schmerz herbei. Berühre die Zeiger und dann die Pfeile, um alle Symbole richtig zuzuordnen. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Wie vertausche ich die? Ach so. Ich verstehe. Okay, zack, zack. Ja, ist nur die Frage, wie komme ich an das Ungetüm da vorbei? Boah, dieser Herzschlag. Was hier macht, muss ich gerade binden, okay. Ja, Bonzo und Belladonna, die königliche Halbschwester von Gloria.
Was bist du? Ah, Moment. Arme Hase, aber es muss sein. Erstmal spreche ich mit ihm hier. I saw the beanstalk and tracked you down. How can you let Gerda get captured? Ach, sei nicht so. Als wäre das jetzt meine Schuld. Gerda, can you hear me? Are you all right? Rapunzel, it's really you. Ha, huh, I've been searching for you for so long. I'll listen to you go on and on. Don't waste your breath. Rapunzel belongs to me now. Isn't that right, Rapunzel? Won't you sing for me? Wait, Rapunzel! We're no match for this monster. We must retreat. When I say jump, do it. Now, jump! Ich musste das Wurzeln verloren haben. Wo bin ich? Wo ist Roland? Okay. Rapunzel, aber sie war doch gerade im ersten Turm. So weit reicht mein Arm nicht. Okay. Nehmen wir trotzdem mal das jetzt hier mit. Da kommt der Goldapfel hin. Zwillinge der Kaiserin Brunhilde, einer Schülerin der Göttin Flora, erhielten von dies die Gaben des Feuers und des Eises. Ich glaube nicht, dass das hier drauf kommt. Okay. Da müssen wir irgendwas platzieren. Ich glaube nicht, dass es der Gartenzwerg ist. Da fehlt ein Rosenornament. Aus meiner speziellen Züchtung ist eine wahre Horrorpflanze gewachsen. In der Nähe vom Wasser gedeiht sie prächtig und wartet dort auf ihre Beute. Nur die scharfen Spitzen einer Dreizacks können ihr gefährlich werden. Okay. Aber meine Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, dann schaltet in die nächste Folge rein. Bis dahin und gehabt euch wohl.